Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist hier beim zweiten Teil meines Videos zu den kanonischen Werken, also zu jenen insgesamt 100 Büchern, die ich persönlich für die wichtigsten in meinem bisherigen Leseleben halte. Heute schauen wir uns die Werke 49 bis 1 an und ich danke euch zunächst mal für das wirklich rege Interesse und für die zahlreichen Kommentare unter dem letzten Video. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr eben auch nochmal eure Meinung kundtut, um damit das Bild der großartigen Werke zu ergänzen, zu vervollständigen oder eben noch ein paar individuelle Tupfer hinzuzufügen, damit, und das ist ja das große Anliegen eines solchen Kanon-Videos, neue Leser einfach ein sehr gutes Material zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie also Werke in die Hand bekommen, die ihnen dabei helfen, ja, die Perlen schon mal für sich herauszuklauben. Und das mag natürlich individuell ganz, ganz unterschiedlich dann ausfallen, aber es sind zumindest einmal Gedankenanstöße, über die kann man dann sprechen. Man kann darüber reflektieren, warum dieses oder jenes Werk ein kanonisches sein sollte oder eben nicht. Und das ist für mich auch der ganz große Reiz an solchen Listen. Natürlich nicht mehr die Vorstellung eines Dogmas, einer vollumfänglichen Übernahme solcher Lehrmeinungen. Ganz im Gegenteil, es ist einfach eine Aufforderung, darüber nachzudenken, warum dieses Werk hochqualitativ ist und jenes nicht. Und ich denke, das kann man anhand solcher Listen doch für sich in Angriff nehmen. Ja, außerdem nochmal die kurze Wiederholung, dass ich natürlich nur diese Bücher hier einfließen lasse, die ich auch wirklich gelesen habe. Das schließt also zum Beispiel diese Bücher komplett aus, die ich leider noch nicht kennengelernt habe, und es schließt darüber hinaus auch noch tausende andere aus. So ist das leider. Dann fangen wir jetzt an mit Teil 2. Es wird spannend. Was sind für mich persönlich die wichtigsten, die besten, die großartigsten Werke der Literaturgeschichte? Platz 49, Yukio Mishima, Bekenntnisse einer Maske. Anasegas, Das siebte Kreuz. Italus Vevo, Zenos Gewissen. Anthony Burgess, A Clockwork Orange. Sophie Oksanen, Fegefeuer. Jörn Riehl, Nicht alle Eisbären halten Winterschlaf. Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf. Marion Poschmann, Die Kieferninseln. Wladimir Nabokov, Lolita. Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Thomas Mann, Der Tod in Venedig. Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne. Kazuo Ishiguro, Was vom Tage übrig blieb. Serhii Jadan, Internat. Thomas Hardy, Tess. J.R.R. Tolkien, Der Herr der Ringe. Franz Kafka, Die Verwandlung. Ivan Gontscharow, Eine gewöhnliche Geschichte. W.G. Sewald, Austerlitz. Elena Ferrante, Die neapolitanische Saga. Ferdinand Selin, Reise ans Ende der Nacht. Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues. Stefan Zweig, Ungeduld des Herzens. Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Chinua Achebe, Alles zerfällt. Stephen King, Shining. Genghis Aitmatov, Der weiße Dampfer. Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Friedrich Glauser, Matto regiert. Hertha Müller, Atemschaukel. George Orwell, 1984. Wilhelm Genazzino, Die Liebe zur Einfalt. Irmgard Koyn, Gilgi, Eine von uns. Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Der Idiot. Helga M. Nowak, Die Eisheiligen. Theodor Fontane, Effi Briest. Thomas Mann, Buddenbrooks. Erich Kästner, Drei Männer im Schnee. Platz 10, Gustave Flaubert, Madame Bovary. Platz 9, Marlene Haushofer, Die Wand. Platz 8, Christa Wolf, Cassandra. Platz 7, Heinrich Böll,
Ansichten eines Clowns. Und Platz 6, John Williams, Stoner. Den 5. Platz teilen sich brüderlich und völkerverbindend Ivan Goncharov mit Oblomov und Victor Hugo mit Die Elenden. Platz 4, John Steinbeck, Früchte des Zorns. Platz 3, Knut Hamsun, Hunger. Platz 2, Thomas Mann, Der Zauberberg. Und Platz 1 und damit das größte und bedeutendste Werk in meinem Kanon von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Schuld und Sühne oder in der neuen Übersetzung von Svetlana Geier, Verbrechen und Strafe. Und das war jetzt mein zweites Video, der zweite Teil zum großen persönlichen Kanon. Wie gesagt, ohne Begründungen, ich möchte diese Liste einfach für manche Leser vielleicht als Inspiration mit an die Hand geben. Ihr könnt euch natürlich gerne an dieser Liste abarbeiten. Schreibt mir in die Kommentare, welche Werke fehlen. Wobei ich euch natürlich zu bedenken gebe, dass ich ja die Bedingung aufgestellt habe, ich möchte hier nur Bücher präsentieren, die ich gelesen habe. Und das schließt nun mal leider sehr viele Werke aus. Ist ja klar. Aber die muss ich mir ja noch erschließen. Und in 5 Jahren, in 10 Jahren folgt dann vielleicht eine nächste kanonische Zusammenstellung. So, jetzt geht die Frage an euch natürlich. Seid ihr einverstanden? Ja oder nein? Wenn nein, dann bringt eure Tastaturen zum Glühen und vervollständigt diesen Kanon. Ich bitte euch darum, es wäre ganz großartig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.